Videospiele zerstören unsere Jugend. Kinder heutzutage gehen gar nicht mehr raus, sondern hängen nur noch vor ihren Kisten. Aber das wäre doch gar kein Problem, wenn die Spiele sinnvoll und lehrreich wären. Wii Smile, unser aller Retter aus dieser Misere. Es ist eine Konsole, die exklusiv für Kinderspiele auf den Markt gebracht wurde und vor allem durch ihre vielen Exklusivtitel geglänzt hat. Und obwohl das so ein obskures Konzept war, war die Konsole sehr erfolgreich mit zahlreichen Versionen und Anpassungen, bis die Konsole dann doch nicht mehr erfolgreich war und gestorben ist. Trotzdem ist die Wii Smile als Konsole dermaßen einzigartig, dass ein genauerer Blick auf diese einfach zu interessant ist, um es sein zu lassen. Wir starten direkt rein. Los geht's. Meine persönliche Geschichte mit dem Wii Smile ist, dass ich zwar als Kind nie eins besessen habe, die Konsole aber trotzdem überall gesehen habe, beispielsweise in Freizeitparks an solchen Ständen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich fand die Konsole immer irgendwie sau cool. Die Spiele sahen im Vergleich zu den anderen Konsolen nicht mal gut aus. Die erste Wii Smile kam 2004 raus, zu Zeiten der PS2 und GameCube als 3D-Spieler eigentlich schon selbstverständlich waren. Die Spiele auf dem Wii Smile sahen eher so aus, als würden sie auf einem SNES laufen. In 2004. Man könnte aber sagen, dass genau das die Taktik war, denn erstens konnten sie die Konsole gerade dadurch zu unfassbar geringen Preisen anbieten und es somit attraktiver für Käufer machen und zweitens, Kinder checken eh nichts. Die juckt das nicht, ob ihr Cars-Spiel jetzt so oder so aussieht. Das Ziel war es ganz klar, Eltern dazu zu bringen, irgendwie die Konsole zu kaufen und an sich haben sie diesbezüglich alles richtig gemacht. Die Konsole ist günstig, man konnte diese für bereits 60 Euro kaufen und dazu ist sie sogar noch pädagogisch wertvoll. Kinderspiele gab es zwar überall, auf jeder Plattform, aber neben diesen auch Abfall wie Shooter oder Mord. Ein gesonderter Space für gute Spiele? Die Eltern mussten da zuschlagen und die Wii Smile wurde ein Erfolg. Das bloße Konzept einer Konsole, die sich voll und ganz auf Kinder spezialisiert, ist aber auf gar keinen Fall neu. Es gab zum Beispiel schon in den 90ern die Bandai Playdia, die eigentlich exakt das gemacht hat, aber trotzdem elendig gefloppt ist. VTech hat es schlau gemacht und mit bekannten Marken geworben. Quasi jedes Spiel auf dieser Konsole ist ein Lizenzspiel, von König der Löwen bis Dora, Ariel die Meerjungfrau und natürlich SpongeBob. Und außerdem ist der Controller einfach viel zu wild. Der Shit ist eine Bärentatze. Mit dem Erfolg dieser Konsole kamen natürlich viele andere Wii Smile Versionen dazu, die man sich kaufen konnte. Es fing harmlos an mit dem Wii Smile Pink oder dem Wii Smile SpongeBob, die einfach nur anders aussahen. Mit der Zeit kam aber der Wii Smile Pocket hinzu, auf dem man alle Wii Smile Spiele unterwegs spielen konnte. Dann kam der Wii Smile Cyber Pocket, auf dem man alle Wii Smile Spiele unterwegs spielen konnte und sogar ein Touchscreen hatte und einklappbar war. Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Es gab den V-Link, was im Grunde einfach ein USB-Stick war, der den Konsolen Internetzugang gegeben hat. Das war mit original zwei Spielen kompatibel. Es gab das Smartbook, Wii Smile Baby, Laptop, die großen Aufsteller, die ich schon erwähnt habe. Die sind wirklich ham gegangen mit ihren Konsolen und haben sich ein Kinder-Videospiel-Imperium aufgebaut. Das alles ist natürlich all voran dem Herzstück geschuldet, den Videospielen. Es gab gar nicht wenige von ihnen. Insgesamt waren es... Das haben die mit Absicht gemacht. Diese Spiele laufen auf Cartridges bzw. Smartridges, wie sie hier genannt wurden, und sind wie gesagt zu 99% irgendwelche Lizenzspiele. Es gab drei spezielle Kategorien an Videospielen, die für Early Learner, für die Junior Thinkers und für die Masterminds. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle Kategorien durch. Winnie Pooh auf der Honigjagd, ein Spiel, das sich überwiegend darauf fokussiert, den Kindern das absolute Grundwissen beizubringen. Man lernt beispielsweise die Buchstaben und muss diese in der richtigen Reihenfolge einsammeln. Diese Methode zieht sich förmlich durch das gesamte Spiel, so ziemlich immer sind aber alle Sachen bereits in der richtigen Reihenfolge ausgelegt, was bedeutet, dass man da nicht wirklich nachdenken muss, sondern die Level halt einfach ganz normal durchspielt. Die große Main Quest: Honig sammeln. Egal was man macht, es geht darum, seine Honigausbeute am Ende jedes Levels zu maximieren. Man sammelt Blätter, Honig. Man springt Seil, Honig. Man fliegt auf einem Ballon durch die ewigen Lüfte, Honig. An sich aber eigentlich echt ein süßes Spiel. Das Dora-Spiel für den Wii Smile hat es garantiert in sich. Am Anfang des Spiels ist Tico krank am Reinscheißen und zerstört einfach unser Luftauto-Bootsmobil. Tico ist zwar immer schon der beste Dora-Charakter gewesen, aber Bruder, was hast du getan? Und ja, das Teil heißt wirklich so. Die Story des Spiels ist es jetzt, unser Mobil wieder zu reparieren und auf dem Weg dorthin zahlreiche Rätsel zu lösen. Es ist wirklich schwerer als Winnie Pooh, man muss hier oft die richtigen Formen und Symbole auswählen, die benötigt werden, um weiterzukommen. Manchmal kommt sogar Swiper der Fuchs
um uns einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber der ist zum Glück wie in der Serie auch hier nicht der schlauste Dieb. Ich bin ehrlich, man merkt, dass das SpongeBob-Spiel wirklich was für Masterminds ist. Es wird hier wirklich von einem verlangt, dass man lesen kann und so muss man zum Beispiel die richtigen Symbole passend zum angezeigten Wort abschießen. Man muss Wörter schreiben können und die fehlenden Buchstaben einsetzen. Es gibt sogar ein Level, wo man teilweise echt nicht so leichte Matheaufgaben berechnen muss. Der Schwierigkeitsgrad und wirklich die Anforderungen an die Kinder wurde hier wirklich angehoben. So vom Gameplay her unterscheidet es sich aber gar nicht mal so sehr von den anderen Spielen. Nachdem ich mir jetzt alle Kategorien mal angeschaut habe, kann ich ein bestimmtes Fazit ziehen. Die Spiele machen alle irgendwie kein Spaß. Das Ziel an Lernspielen sollte es sein, einem spielerisch Sachen beizubringen. Mich persönlich hätten diese Spiele als Kind aber komplett gelangweilt. Es hätte vermutlich genauso viel Spaß gemacht, einfach ein Mathebuch zu lesen. Es gab sogar wissenschaftliche Befunde, die belegt haben, dass Wiesmal-Spiele so ziemlich nichts zur Entwicklung eines Kindes beitrugen. Diese Spiele wurden nicht von professionellen Leuten gemacht, die sich in dem Bereich auskannten, sondern einfach nur von random Spieleentwicklern. Und das merkt man auch. Die Wiesmal verlor immer mehr an Popularität, als die Eltern merkten, dass die Kinder nach kurzer Zeit echt keinen Bock mehr hatten, mit der Konsole zu spielen und lieber zu Alternativen griffen. Diese Alternativen sind mit den Kindern gewachsen und wurden nicht irgendwann von ihnen abgehängt. Im Endeffekt ist Hardware, die sich so auf eine Zielgruppe versteift, eh zum Scheitern verurteilt, da die Lebensspanne solcher Geräte immer begrenzt ist. Trotzdem werde ich wohl immer eine gewisse Nostalgie in Bezug auf die Wiesmal verspüren und ich bin irgendwie froh, dass sie existiert hat.